Was für ein Tag ist heute? Ich versuche zu überleben in dieser unwirklichen Welt. Es ist der 27. September. Es ist schon Mittag und ich schlafe erst... ich schlafe bis Mittag. Ich habe bereits seit 4 Tagen überlebt. Es war schwierig, doch irgendwie habe ich es geschafft. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Stranded Deep, meinem wunderschönen, genau, ich lobe mich mal wieder selber, meinem wunderschönen Let's Play. Sieht das hier alles etwas merkwürdig aus. Moment, ich muss mal kurz auf Optionen. Graphics, Preset, ich guck mal, ich hoffe nur, dass die Aufnahme nicht abbricht. Wenn doch, dann, ja, keine Ahnung, machen wir mal Apply. Ja, gut. Geht, glaube ich, noch. Mach mal zurück und resume. Ja, das habe ich jetzt gemacht, weil ich nämlich eine neue Grafikkarte habe und die sollte das Spiel ja hoffentlich in relativ hohen Details anzeigen lassen. Und das haben wir hier jetzt mal. Sehen wir jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser aussieht oder nicht. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hey! Neue Grafikkarte und so. Ja, wir spielen wieder Stranded Deep und wir müssen wieder versuchen zu überleben. Und ich sehe gerade, wir haben etwas Probleme mit Gesundheit. Ja, aber das ist jetzt nebensächlich, denn zuallererst müssen wir einfach mal gucken. Ja, was machen wir eigentlich in dieser Aufnahme? Das ist eine gute Frage. Ach, da ist noch das Wildschwein. Hallo Wildschwein, ich sollte vielleicht nicht so viel laufen. Was haben wir denn im Inventar? Eine Axt. Gut, ich würde sagen, wir werden in dieser Aufnahme versuchen, wir werden nochmal die eine Insel aufsuchen und wir werden ein bisschen Baumaterial auf diese Insel zurückbringen. Aber zuvor werde ich mal ganz kurz hier das Zeugs zerhacken. Achso, ja, geht schon. Jetzt dachte ich mir schon, das geht nicht. Ja, zack und zack. Und ja, also ganz am Anfang, wir müssen überleben. Wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen. Es ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Was haben wir hier? Oh, es ist nichts. Okay, aber da ist ein junger Palmenbaum und wir holen uns die ganzen jungen Palmenbäume um. Hier, das Lashing daraus zu gewinnen, aus dem wir dann hier Seile machen können. Ja, wunderbar. Was ist das für ein Baum? Können wir den niederhacken? Ja, den hacken wir doch nieder. Hey! Ja, es ist, wobei, das ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt... Ja gut, ich muss das, bevor ich dann mit dem Bötchen weiterfahre, muss ich das halt wieder zurücktragen, das Zeug. Ja, so, zack. Dann haben wir hier... Oh, wir haben ja auch noch einen Palmenbaum. Komm, den hacken wir noch um. Wir werden jetzt zuerst mal auf unserer Insel die ganzen Ressourcen pflücken. Ja, so, zack, zack und... Ja, gleich am Anfang mal ein bisschen off-game, sage ich mal. Ich muss ein paar Leute grüßen, ja. Zuallererst grüße ich meinen treuen Zuschauer, den Bud77 Spencer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, auch hier für bei Stranded Deep. Freue mich sehr, wenn Leute zusehen und auch offensichtlich auch Spaß an meinen Aufnahmen haben. Aber eins muss ich gleich vorweg sagen, es wird nicht regelmäßig sein, dass ich 2 Folgen pro Woche raushaue. Es ist einfach so, ja, es kann sein, dass ich das nochmal mache, aber eher dann doch nicht, weil... Es ist doch ein bisschen zeitintensiv, aber eine Folge pro Woche mindestens, dabei bleibe ich und ja, darauf kannst du dich verlassen, solange Stranded Deep läuft und beim nächsten auch und überhaupt so. Ja, genau, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch vielen Dank fürs treue Zusehen und fürs viele Kommentieren und so weiter. Das freut mich wirklich sehr, wenn ich wirklich Leute unterhalten kann mit meinen Let's Plays. Ja, ein weiterer Gruß oder ein weiterer Dank an den lieben Jürgen L. Punkt, ja, für die ganzen Tipps. Vielen, vielen Dank. Ich habe alle durchgelesen. Ich habe natürlich die Hälfte schon wieder vergessen, aber ich werde versuchen, so manche... Was ist das hier? Oh, dieser Stein hat Blätter. Ja, ist normal. Ja, gut. Wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Tipps. Es freut mich sehr, wenn ich hier aus Seiten der Community Hinweise erhalte, weil, wie ihr alle merkt, checke ich Stranded Deep genau gar nicht mehr. Ja, es hat sich so viel getan, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, da kann ich natürlich vieles nicht wissen. Und ja, bevor ich da ewig brauche, bis ich selber drauf komme, bin ich natürlich um diese Tipps sehr, sehr dankbar. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. So, ja, und der letzte Gruß, das ist jetzt wirklich ein Gruß, ja, der geht raus an die liebe Moni, weil... sie mir letztens erzählt hat, dass sie meine Let's Plays immer zum Einschlafen guckt. Ja, ich weiß immer nicht, ob das eine Ehre oder, oder etwas anderes sein soll, aber liebe Moni, ich hab's gern getan. Ja, ich helfe dir sehr, sehr gerne beim Einschlafen mit meinen Let's Plays. Und wenn es dir dann leichter fällt, ins Reich der Träume zu entschwinden, dann
gucke meine Let's Plays weiterhin. Vielen Dank dafür. Ja, über solch Feedback freue ich mich natürlich auch immer besonders. Ja, auch wenn es immer ein bisschen komisch ist, wenn, es geht, ja, wenn irgendwer sagt, ach, deine Let's Plays, die sind so angenehm zum Einschlafen, ja. Naja, gut. Ja, so, zurück zum Spiel, zurück in unsere Rolle. Wir sind ja immer noch Dr. Cloud und sind ja immer noch hier gestrandet. Oh, guck mal, eine Guava-Frucht, die werden wir natürlich gleich mal zu uns nehmen, weil wir sind eh essens- und, ach, essenstechnisch sind wir wieder voll, trinkenstechnisch nicht ganz, aber das müssen wir verkraften. So, wie sieht's gesundheitstechnisch? Immer noch 3 Balken weniger. Aber ich hoffe mal, das wird irgendwann mal besser. Ich denke schon, dass das mal wieder wird. So, gut, wir packen unser Kanu, ja, das ist definitiv ein Kanu, sieht man, ja. Und wir werden jetzt diesmal, da drüben ist eine Insel, da waren wir schon. Ich möchte aber ehrlich gesagt die andere Insel, obwohl da war ja, nee, da war ja gar nichts. Komm, wir gehen auf die Insel rüber. Weil hier, glaube ich, boah, ich hoffe, dass wir hier irgend sowas wie eine Karte oder so erhalten. Das wäre natürlich toll, wenn wir sowas bekommen würden. So, Moment. Wir müssten eigentlich... Ach so, Blödsinn, ich muss... Bleib ja da. Ich hoffe nur, die Wellen können das Ding nicht davontreiben. Das wäre natürlich ganz, ganz suboptimal. Aber naja, schauen wir mal. So, zack. Und wir müssen natürlich, bevor wir losfahren, ja, müssen wir... Oh, eine Fledermaus, genau. Müssen wir unser ganzes Zeugs loswerden, weil ich will das natürlich jetzt nicht alles hier mitnehmen. Das wäre eher ein bisschen doof. Ach, guck mal, da haben wir... La, 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 la. Ja, von denen haben wir jetzt sehr viel gesammelt. Na gut, sehr viel waren es auch nicht, aber ein paar waren es ja doch. Ein paar Stöcke haben wir auch wieder. Mutieren die jetzt alle zu Holzstöcken? Ich finde das irgendwie ganz komisch, dass die Stöcke auf einmal... Was? Auf einmal Stöcke werden. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Naja, gut. Und übrigens, Drinkable Coconut kann man scheinbar da auffüllen. Haben wir das jetzt... Moment... Ach, das ist immer so ungewohnt, dass das Ding... Hallo, ich leg das wieder zurück, dass das nicht im Inventar ist. Ja, und in der Tat, das ist cool. Ich kann die Drinkable Coconut als Gefäß verwenden. Huch. Für Wasser. Das ist natürlich praktisch. Da brauchen wir noch Wasser. Nö, wir sind voll. Okay. Gut, dann legen wir das Ding mal daher. Also, sie werden sich hier wahrscheinlich nicht auffüllen. Aber dafür kann man sie als Trinkgefäß für Wasser verwenden. Und ich hoffe nur, dass das Wasser nicht auch spoilt, also schlecht wird. Aber wir werden es rausfinden, wie sich das Wasser auf Dauer verhält. So, aber jetzt erstmal... Oh, eine Möwe! Hey! Ja, ich habe dich nicht erwischt. Gut, Glück gehabt, Möwe. So, wir drücken E, um zu interagieren und... Ach, da drüben ist sie. Jetzt dachte ich mir schon, die Insel ist auf einmal nicht mehr da. Ja. So, und wir bewegen uns wieder auf neuen Abenteuern über den schimmernden Ozean. Wunderbare Wasserwellen und die Sonne glitzert am Horizont. Und auch über das Meer, das sieht echt richtig, richtig cool aus. Das ist eine ganz neue Qualität. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob ich da... Ja, nee, ich glaube, das passt so. Müssen wir mal schauen, wie das nachher im Video aussieht. Bei mir sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Es zuppelt ein bisschen herum. Ich weiß nicht, an was das genau liegt. Ob das an der Aufnahme liegt, an zu schlechten PC, was ich ja jetzt nicht hoffe mit meiner tollen neuen Grafikkarte, die ja nicht mehr ganz so hundertprozentig neu ist. Es ist nur eine GTX 89, ja, keine GTX 1080, weil die kann ich mir dann doch nicht leisten mit meinen YouTube-Millionen, ja. Ging nur in eine GTX 89, aber die ist ja, glaube ich, sollte auch ganz gut sein. So, ja. Und ich hoffe nur, dass das die Aufnahme nicht zwischendrin abschmiert, weil mein Netzteil ein bisschen zu schwachbrüstig ist. Aber wir werden sehen. Noch hält es ganz gut. Oh, ein Ruckler. Also das sollte eigentlich, ja, das sollte kein Thema sein. So, wir bewegen uns immer noch über die Wellen Richtung Insel. So, gut. Ja. Ein bisschen dauert es natürlich, das ist leider immer so. Wenn wir über den Ozean schippern. Aber das Gute ist, wir brauchen jetzt kein Paddel mehr. Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Früher hatten wir immer das Paddel im Inventar, was sich natürlich als etwas lästig dargestellt hat. Aber naja, haben wir jetzt nicht mehr. So. Gut, und wie sieht's aus? Ja, ach, jetzt bräuchten wir wieder Flüssigkeit. Mal sehen, was wir auf dieser Insel finden. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir so viel als möglich mitnehmen. Und ich bin mir ja nicht sicher. Huch, boah, das war ein Mega-Ruckler. Und irgendwie zuppelt das Wasser schon ein bisschen. Das blinkt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Also so. Also wären es wenig Frames. Ja, ich sehe gerade, die Frames brechen auch etwas ein. Naja, ich meine, muss man jetzt damit leben. Komm, das ist ja 30 Frames reichen ja vollkommen aus für meine YouTube-Karriere. Mehr sind es ja sowieso nicht, ne? Ja, genau. Ich weigere mich nach wie vor auf 60 Frames aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es einfach.
Ja, weil ich habe ja auch nicht unendlich Festplattenplatz und ja, das bräuchte man aber, wenn man mit 60 Frames aufnimmt. So, gut. Ja, und die Insel, wir haben sie hoffentlich bald erreicht. Ein bisschen dauert es noch. Und jetzt werde ich nochmal ganz kurz in die Grafikeinstellungen dann gucken, oder? Machen wir das? Ich bin mir ja nicht sicher. Soll man das machen? Ich habe immer Angst, dass die Aufnahme abschmiert. Naja, das machen wir dann separat mal, hätte ich gesagt. So. Gut. Aber wir kommen bald an. Auf der fremden Insel. Da, 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 da. Ach ja, stimmt, da ist ja ein Boot, ne? Und ich glaube, auf der Insel selber war auch ein Boot. Da müssten wir etwas bauen, dass wir da raufkommen. Eine Treppe oder so. Ich bin mir ja nicht sicher. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. So, wow. Boah, der Wellengang, der ist schon extrem. Also ich feiere ja wirklich hier die Wellen. Die sehen echt cool aus. Die feiere ich wirklich. Das haben sie schon gut hinbekommen hier, die Entwickler. Und der goldene Sonnenuntergang. Und hier die Insel in der Ferne. Moment, ich bleibe mal kurz. Naja, stehen bleiben ist eine schlechte Idee. Weil der Wellengang hört ja nicht auf, nur weil ich stehen bleibe, ne? Aber irgendwie haben wir da so einen komischen Blur-Effekt drauf. Der, muss ich sagen, der gefällt mir ja nicht so wirklich. Da müssen wir mal kurz in den Einstellungen noch gucken. Ich weiß, sehr unprofessionell, das machen wir normalerweise vor der Aufnahme. Aber naja, ich... Boah, Alter, das sieht so gut aus. Das sieht so verdammt gut aus hier mit der Sonne, die sich durch das Laub bricht und der goldene Abend. So. Gut, ja, wir sind da, das ist schön. Dann steigen wir doch mal ganz kurz aus und das da drüben ist unsere Insel. Das gucken wir ganz kurz. Moment, Optionen, Graphics, ja, voll Fixed Frame Rate. Ja, Vertical Sync, glaube ich, müssen wir einschalten, aber ich habe Angst, dass da die Aufnahme abschmiert. Texturen Ultra, Schatten Ultra, volumetrische Clouds High, natürlich, Quality High ist klar, ja. Blumenschaltmaus, ich glaube, Motion Blur Schaltmaus, ich glaube, Blumen ist okay, aber Motion Blur, glaube ich, ist, so, ich hoffe, die Aufnahme, ja, läuft noch, sieht gut aus, so, Resume. Ja, ich glaube, ohne Motion Blur sieht es besser aus, das Motion Blur war das, was hier die Dinger so komisch verschwobelt hat, ja, Alter, ja, jetzt sieht es gut aus, das gefällt mir auch sehr hier, der Nachthimmel und da ist es noch schön blau. Das ist schon schön. Ja, ich fanboye gerade ein bisschen. Aber da hacken wir doch gleich hier den Fiskus ab. Ficus, nicht den Fiskus. Ja, der will kein Geld von uns, aber der Ficus, der will einfach nur von uns wieder gehackt werden. Kann ich natürlich verstehen. So, zack. Und zack. Und hier auch nochmal. Und überhaupt da auch noch. Sehr gut. So. Ja, wunderbar. Dann eben... Ein kleiner Palmenbaum, den hacken wir auch weg. Aber wir sind hier jetzt eigentlich da, um große Palmen zu sammeln. Ja, weil wir brauchen natürlich auf unserer Insel Holz, weil wir wollen ja irgendwann auch mal eine kleine Unterkunft bauen. Weil das ist prinzipiell nie schlecht, ja, eine Unterkunft zu haben. Denn wenn es Nacht ist, sollte man normalerweise nicht Holz hacken, wie wir jetzt gerade machen, sondern da sollte man schlafen, ja. Und weil das Spiel so realistisch ist, muss man hier ja auch schlafen jetzt mittlerweile. So. Gut, da ist noch ein Zweigenbaum. Das ist sehr merkwürdig, dass von denen auf einmal viel da sind. So, ich nehme die einfach mal mit. Aber die Palmen tragen wir zum Floß, bevor wir die zerhacken. Das ist einfach so eine komische Eigenheit von mir. Ich weiß nicht, die habe ich so noch drinnen von früher, ne? So, und der Mond steigt empor und, ja. Erleuchtet uns zum Glück die Nacht etwas. Da bin ich sehr froh, weil sonst hätten wir leichte Probleme hier... uns zurechtzufinden, wenn es ganz dunkel wäre, weil wir haben natürlich noch keine Taschenlampe, die haben wir noch nicht gefunden. Obwohl wir haben auch noch nicht wirklich so... Oh, eine Schlange. Ja, wir bleiben der Schlange diesmal fern. Obwohl wir laufen ja nach. Weil egal. So, das ist eine abgehackte Palme. Moment, wo ist die Schlange? Oh, Schatten! Nein, da ist die Schlange natürlich nicht. Ist da die Schlange? Ich sehe sie nicht. Das ist natürlich ein bisschen... Kura-Frucht. Das ist eine andere Frucht, aber ich denke, ich werde die... Warum zittert das so? Oh, uns ist kalt, guck mal. Ich warte ein bisschen, bis ich die esse. Ich hoffe, die wird nicht so schnell schlecht. Weil noch haben wir genügend Essen und Trinken haben wir auch noch genügend. Also das wäre jetzt etwas Verschwendung, wenn wir die jetzt essen würden. Deshalb warten wir einfach noch ein bisschen und nachher essen wir sie dann. So, Palmenbaum hauen wir um. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt so viel Holz mitnehmen kann. Nein, nicht hier. Ja, gut, wir haben es vorbeigebracht und so, Turbo, Turbo, Turbo. Und, ist die Palme noch da? Ja, ist noch da. Sehr brave Palme.
Gut, ja, wir müssen dann nur aufpassen, dass sie. Alter, die ist ja voll groß. So, das haben wir noch um. Und das haben wir noch um, natürlich. Zack. Achso, das ist der Palmenstumpf. Jetzt dachte ich mir schon, was ist das? Ich muss aufpassen, hier irgendwo ist ja die Schlange zugange. Hui. Oh, ein Wildschwein. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist nix. Textur, okay. Eine weitere Plane, die können wir auch gut brauchen, weil ich bin mir ja nicht sicher, für was wir die Planen dann später mal brauchen werden. Wir nehmen sie trotzdem einfach mal alle mit. Der Stein ist prinzipiell sicher auch nicht falsch. So, die hacken wir um, weil zur Not, wie gesagt, wir können die Palmen ja dann auch später noch holen, ja, wenn wir dann eben, ja, wenn wir dann einmal rübergefahren sind und das Zeugs rübergebracht haben, dann können wir ja nachher nochmal laufen und das weitere Zeugs holen. So, da, wir laufen zum Floß, damit wir alles schön beisammen haben, wie gesagt. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit, wow, achso, ja. Der Fehler, dass man auf den Palmen schweben kann, ist offensichtlich immer noch da. Hui! Und wir fliegen mit der Palme durch die Gegend. Hui! Also nee, jetzt ging es nicht. Schade. Aber schön, dann sehen wir auch die ganze Insel mal. Hier liegt auch ein bisschen Driftwood herum. Aber wo ist denn unser Floß? Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es auch cool, dass die Inseln jetzt alle doch ein bisschen größer geworden sind. Ja, weil früher waren das ja immer eher so kleine Inseln. Ein bisschen größer sind sie. Sie sind zwar immer noch sehr klein, aber doch schon ein bisschen größer. Weil man kann auch ein paar Abenteuer erleben. Das ist prinzipiell auch nicht schlecht. Das ist einfach so wie die eine Insel mit den Bergen. Wer sich erinnert, das war richtig, richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Einfach so zwischendrin eine riesengroße Insel mit Bergen. So, oh, guck mal. Wir sollten wieder mal was trinken. Wir essen die Kura-Frucht jetzt. Wer weiß, ob die überhaupt gut ist. War die gut? Ja, wir zittern immer noch, aber hoffentlich nicht wegen der Kura-Frucht. So. Die Hacke. Und immer noch so viel, so Zweigzeug. Zack. So, nehmen wir alles schön mit. Und wir müssen das Inventar auf jeden Fall optimal ausnutzen. Das bedeutet, wir können hier 4 von denen können wir in einen Stack tragen. Das bedeutet, wir nehmen den noch mit. Haben wir von denen 8. Ich kann die leider im Inventar nicht umschichten. Alter, Fledermäuse. Oh mein Gott. So, hier den Trunk nehmen wir mit. Und hier ist nix. Ich fände es ja cool, wenn wir hier vielleicht irgendwo was Tolles finden würden. Ah, eine Palme zum Beispiel. Ja, die hacken wir um. Stranded Deep, oder wie es auch heißt, das Umhacken der Palmen. La 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 la. Und zack. Also, zack. Genau. Super. Tja gut, so. Und wunderbar. Und wir ziehen das schnell gleich mal wieder rüber zum Boot. Ja. Aber ich muss ja eins sagen, boah, ich wüsste ja nicht, wenn ich auf so einer Insel gestrandet wäre. Ja, wenn es mir jetzt persönlich so gehen würde. Ja, also prinzipiell mal, ja, wir stürzen mit unserem Privatjet ab. Also ich habe einen Privatjet. Ja, das gehört natürlich zur persönlichen Geschichte dazu. Ich habe eine Uhrenmanufaktur und einen Privatjet. Boah, ich wüsste ja echt nicht, ob ich... Oh, das ging ja schnell. Ich wüsste ja echt nicht, boah, wenn ich hier abstürze... Ob ich das so gut machen würde wie der Typ hier. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich würde mich natürlich bemühen zu überleben. Ja, ich bin nicht so der Typ, der einfach aufgibt und dann sagt, oh, nö, ich warte jetzt 3 Tage auf Rettung und wenn nicht, dann ja, verhungere ich halt. Ne? Da bin ich noch nicht so der Typ für. Aber ja, ich weiß nicht, ich würde mich natürlich auch sehr bemühen. Aber der Punkt ist, dass hier bei dem Game geht es ja doch relativ einfach, unter Anführungszeichen. Man muss sich zwar ernähren, man braucht Nahrung und Wasser, aber zum Beispiel, es ist ja meistens so, dass es hier viel mehr böse Tiere gibt. Hier so diese eine Schlange, die da immer so ein bisschen herumfliegt, das ist jetzt nicht so die große Gefahr. Ja? In echt, glaube ich, hättest du da viel mehr Probleme mit tropischen Tieren. Ich sehe gerade, wir haben genau einen Stein. Das zahlt sich natürlich überhaupt nicht aus, mit einem Stein eine Überfahrt zu machen, ja. Ah, da ist ein zweiter. Vielleicht bringen wir 4 zusammen. Also die Tiere, wir haben prinzipiell das Problem und dann hast du natürlich auch, ohne Kokosnuss, die müssen wir mitnehmen. Dann hast du auch das Problem natürlich mit der Sonne. Das hast du hier gar nicht, ja. Und das ist sehr, das unterschätzen viele Leute, ja, die Sonne. Man muss sich wirklich effektiv... Haltet die Schnauze, ihr Flatterlinge. Ihr Flatterlinge. Fledermäuse meinte ich natürlich. Ich will dir was erklären. Oh, wow. Eine Nachtschlange. Oh mein Gott. Ja, man hat ja auch das Problem mit der Sonne. Man muss immer gucken, dass man untertags, wenn die Sonne herunterbrennt, man darf einfach nicht
in der direkten Sonneneinstrahlung sein, denn das ist tödlich. Da hast du dann irgendwann mal echt so richtig Probleme mit der Haut und trocknest auch viel schneller aus und du hast ja ohnehin Wasserknappheit. Und wenn du dann auch permanent noch in der Sonne bist, das macht das Ganze nicht besser. So einen Stein will ich noch finden irgendwo. Wäre zumindest wünschenswert. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Ja, viel Platz haben wir nicht. Da kriegen wir genau zwei Stämme kriegen wir da rum. Da dachte ich mir schon eine Schlange wieder. Ja gut, ich würde sagen, komm, wir hacken. Da ist eine Schlange wieder. Komm, wir hacken die Stämme in zwei. Wo ist denn das Boot jetzt? Ich würde sagen, wir hacken die Palme mal in zwei, ja, weil es so Spaß macht. Und dann werden wir wieder die Heimfahrt antreten. Ja, und deshalb glaube ich, also in echt ist das noch um einiges schwieriger als hier im Spiel, ja, wenn du da auf so einer tropischen Insel abstürzt. Und vor allem, du musst ja überhaupt auch erstmal das handwerkliche Geschick haben, hier so eine Axt zu basteln aus einem Steinsplitter und einem Stab, ja. Es ist nicht so einfach, wie sie ausschaut im Spiel. Da musst du nicht in dein Buch schauen und dann auf Basteln klicken und dann manifestiert sich die Axt vor dir. Nee, so einfach ist das nicht. Also da muss man dann schon handwerkliches Geschick beweisen, ja. Und vor allem, man ist ja alleine. Man muss die Dinge alleine machen. Da kann man nicht mal so eben sagen, ach komm, halt mir mal schnell, ja. Außer man freundet sich natürlich mit der Schlange an, ja, vielleicht hält die dir dann hier den Stab so, damit du da rüberfahren kannst dann mit der Schnur. Aber ich glaube eher, das ist unwahrscheinlich, ja, deshalb, ich weiß nicht. Ich weiß nicht zurecht, also, ja, es ist eher nicht so, ne? So, zack, und hier auch noch. Also, ich kann natürlich jetzt während der hackt, kann er nicht auf die Uhr schauen. Weißt du, während dem Paddeln kann ich ohne Probleme auf die Uhr schauen. Aber hier, wenn er mit einer Hand auf dem Stamm herumschlägt, nö, da geht das nicht. Da kann ich auf meine Survival Watch 3000 nicht drauf gucken. Das ist schon merkwürdig. Naja. So, und da noch. Und wir hacken auf den Stamm herum. Dumm-di-dumm. Ja, komm, nicht nochmal. Wie viel Platz haben wir eigentlich? Wir haben genau, wir können zwei Stämme mitnehmen. Ach Gott, das ist natürlich nicht viel. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie war das in der alten Version? Konnte man da mehr Stämme mitnehmen? Ich glaube, da war ja der Trick, dass man die Stämme nicht zerhackte, weil dann konnte man mehr von denen mitnehmen. Oder täusche ich mich da? Also ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt diesmal probieren, ob wir mit dem Floß jetzt mittlerweile Dinge transportieren können. Ob das mittlerweile geht, das könnte man probieren mit einem Stein. Ob der dann ankommt, ja. Müsste ja eigentlich gehen, wobei durch den starken Wellengang, ja, könnte es schwierig sein. Aber wir werden das evaluieren. So, aber erstmal müssen wir hier natürlich diesen Palmlock kaputt hauen. Wie lange hält meine Axt eigentlich noch an? Die müsste ja wahrscheinlich jetzt auch bald mal wieder kaputt sein. Huch! Ja! Was? Ja, so. So viel zum Thema, wie lange hält meine Axt an. Okay, jetzt ist meine Axt auch noch kaputt. Ich würde sagen, es ist der richtige Zeitpunkt, um die Insel zu verlassen. Ja, wir können in der Tat. Warum habe ich da jetzt. Achso, weil ich da einmal drauf gehauen habe. Na toll. Das hast du ja wieder gut gemacht. Mensch. Gut, wir werden. Moment, wir probieren eins. Wir werden hier, wie gesagt, nicht die Krug. Ja, die. Ja, liegt das Ding weg. Ja, toll. Hau das Ding weg. So, wir werden. Ja, doch, die Kokosnuss schmeißen wir da rein. Ich will das probieren. Ob wir die bis drüben schaffen. Ob die bis drüben da ist. Ich glaube ja nicht. So. Schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber irgendwie schaffen wir es, dass wir trotzdem, dass wir beide Hände voll haben, schaffen wir es, dass wir hier los. Moment, ist das überhaupt unsere richtige Insel? Ja, doch, da draußen ist das Wrack. Also irgendwie schaffen wir es, dass wir trotz dem Umstand, dass wir das komplette Inventar voll haben, plus ein Item in der Hand haben, schaffen wir es, dass wir paddeln können. Tja, macht er wohl mit seiner dritten Hand, der Junge, ne? Ja, sorry, nö. Keine Ahnung, wie er das schafft. Also das ist wirklich, das ist interessant. Oder hat das Ding so einen automatischen Wobbelmotor? Ja, wenn man sich draufsetzt und mit der linken Arschbacke drückt, dann geht's nach vorne. Mit der rechten, wenn man drückt, geht's nach hinten oder irgendwas. Ich weiß ja nicht. Naja, auf jeden Fall, ja. Und das.
Gut, jetzt machen wir alles gemeinsam. Wir halten den Stock mit der rechten Hand, gucken auf die Uhr mit der linken Hand und mit irgendwas paddeln wir noch. Ja, mit dem Arschbackenantrieb wahrscheinlich. Naja, gut, okay. Aber die Überfahrt ist natürlich wieder sehr weit. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir das kleine Bötchen etwas upgraden können, weil es wäre natürlich schon gut, wenn das Ding ein bisschen schneller geht. Ich glaube ja, den Motor und so weiter, das Zeugs gibt es ja nicht mehr. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Da müssen wir nachher mal gucken, was wir denn alles brauchen, um hier das abgegradete Floß zu bauen. Das wäre interessant, ja, weil hier so, das ist natürlich auf Dauer, macht das nicht so viel Spaß. Und vor allem, es ist ja auch etwas gefährlich. Hier bei starken Seegang, wie man jetzt gerade sieht, ist das schon durchaus, kann das gefährlich sein, ja. Gut. Wobei die Frage ist natürlich auch, hat es Auswirkungen, wenn jetzt richtig Nebel oder Sturm ist, ob die Wellen dann viel größer werden. Das wäre ja geil, wenn hier so richtig große Wellen kommen würden. Huch. Und ja, es ist dauert, macht immer einen kurzen Zuppler. Das kennt man ja auch vom Frühjahr. Ach, und da rechts, man sieht hier diese beiden weißen Punkte, die da ganz leicht schimmern. Das sind unsere Wasser hier, also hier die, da, ne? Das da. Das sind unsere Wasseraufbereitungsdinger, ja. Die sieht man von der Weite schon. Es ist wahrscheinlich noch ein kleiner Bug, der wird noch behoben, denke ich mal. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, wenn hier so richtig große Monsterwellen kommen würden, das wäre sicherlich auch ganz cool. Und da schaut man dann, so fliegt man so drüber. Ach, guck mal, die Kokosnuss ist noch da. Wie cool ist das denn? Also, ganz ehrlich, damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Dass die noch da ist, Alter, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das bedeutet, wir könnten eventuell Dinge auch im Floß transportieren. Wobei ich da eher auf die teuren, wichtigen Dinge verzichten würde, weil ich glaube nämlich trotzdem nicht, dass das eine sehr gute Art und Weise der Transportation ist. Ich glaube ja nicht. Naja. Eine Karte wäre schön. Gibt es jetzt mittlerweile eine Karte? Kann mir das irgendjemand beantworten? Kann man eine Karte finden? Kompass wird es ja wahrscheinlich noch geben, aber kann man eine Karte finden, mit der man navigieren kann, oder sollte ich mir das eventuell selber machen? Ja, das kann man. Man kann sich ja auch selber natürlich die Koordinaten auf einem Block aufschreiben. Ja, auf meinem Block. Nö, aber ich meine so einen analogen Block, also wirklich Papier und Stift. Kennen die wenigsten heutzutage. Aber ich nehme das immer noch ganz gern her zum Notizen machen. Ist die Kokosnuss? Ach, jetzt ist die Kokosnuss weg. Ah doch, sie ist noch da. Cool. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass die Kokosnuss drinnen bleibt. Wow, ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. Nun ja, so, wir kehren auch von unserem Inselabenteuer zurück. Das macht mich sehr froh. Und auch sehr etwas stolz, ja. Nicht viel, aber etwas. Und ich muss ja auf jeden Fall mal wieder gucken, dass ich hier die Insel markiere. Aber Blödsinn, da haben wir eh da unser Driftwood. Oder ich glaube, ich muss die eh nicht markieren, weil ich sehe das ja eh in der Ferne ungefähr, was das für Insel, was da für ein Inseltypus ist. So, wir legen unsere Dinge ab und ich würde mal sagen, müssen wir schlafen? Ja, wir brauchen ein bisschen Schlaf. Leute, ich hau mich jetzt echt mal. Nö, wir hauen, bevor wir schlafen, legen wir nochmal unser ganzes Zeug ab. Was haben wir denn jetzt Schönes mit? Komm, wir hauen das erstmal. Das hauen wir jetzt mal hier hin. So, einmal da. Hui. Und hui. Schade, dass ihr das nicht nehmt. Ja. Ja, wirf einfach herum, ne? Was ist das? Das ist aus. Ach so, das war eine Palme. Ja, komm, wir werfen das einfach genau. Einfach so her und jetzt kommt das darüber. Und falls wir irgendwann mal Stäbe brauchen, ich weiß ja nicht, ob man das Zeug immer noch aus Stäben baut oder ob man hier mittlerweile, huch, voll um. Oder ob man das mittlerweile aus diesen Loks macht, ich habe keine Ahnung. Ja, das wird sich herausstellen. So. Ja, Ordnung muss sein. Ihr wisst, ich mag das, wenn das alles ordentlich ist. Hier, das Driftwood, das kann irgendwie blöd herumliegen. Hier, das hässliche Holz, ja, das ist mir egal. Das ist ja eh nur Brennholz. Was willst du denn mit dem Zeug großartig bauen? Hält ja gar nichts aus, das Zeug dann. Ich höre einen Hai in der Ferne. So. Gut, da haben wir einen Haufen fliegenden Brennholzes. Na, komm ein bisschen weiter rüber. So, sehr schön. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich mag das, wenn das hier so ordentlich aufgereiht ist. Ich stehe da drauf. Aber das ist ja eh nichts Neues. Das wisst ihr ja von der alten Aufnahme hoffentlich auch schon. Ne? So, hoi und... Wow. So. Sehr schön. Und wir müssten das natürlich irgendwann mal auch zerlegen. Sobald wir zu bauen anfangen, zerlegen wir das. Aber das wird ja eh noch eine Weile dauern.
Gut, und ich glaube, wir sollten durchaus bald mal etwas trinken, oder? Ja. So, wir haben noch ein paar Stäbchen. Ja, das Stäbchenzeug legen wir. Das ist ein Hess. Das sind ja alles Holzsticks, oder ist das jetzt? Ist das was anderes? Das ist auch ein Holzstab. Hui! Ja, komm. Liegen alle unordentlich auf einen Haufen. Sind das da drüben dann auch Woodsticks? Nö, das ist Driftwood. Das ist interessant. Warum ist das Driftwood? Wahrscheinlich muss ich das einmal aufnehmen und wieder hinlegen. Es ist immer noch Driftwood. Okay. So, aber so Pflanzenfasern, muss ich sagen, haben wir jetzt auch genügend gesammelt. Da haben wir jetzt einen riesengroßen Haufen. Da müssten wir ehrlich gesagt mal wieder Schnüre draus machen. Steine haben wir auch viel. Obwohl, ich habe einen Stein gesammelt. Ich bin reich. Und ich muss unbedingt mal wieder hier so ein bisschen Wasseraufbereitungsding machen. Aber zuerst mal, wo ist meine Trinkkokosnuss? Hier ist die Trinkkokosnuss. So, und nochmal auffüllen hier. Und gleich nochmal trinken. Ja, wir sind leider noch nicht ganz voll, was Trinken betrifft. Das ist schade. Aber das ist auch gut. Ich brauche nicht alle Drinkable Coconuts behalten. Es reicht, wenn ich eine behalte. Jetzt schauen wir mal, ist das hier? Spit Bucket. Was ist denn das jetzt? Bucket. Ja, ist da jetzt was? Mich würde interessieren, ob da was drinnen ist. Bucket Seawater, das war klar. So. Gut, dann hängen wir den darauf. Dann würde ich sagen. Ach, wir müssen da erst Holz nachlegen. Gut, dann nehmen wir doch mal hier das Driftwood. Ja. Legen wir da mal ein bisschen was nach. Weil das Driftwood, glaube ich, das mag ich ja ohnehin nicht. So. Okay. So, okay. Zack. Und das brennt wieder und wir braten uns wieder ein bisschen Wasser draus. So, jetzt ist natürlich blöd. Naja, noch brauche ich nicht Schlaf. Das bedeutet, ich werde diesen Tag durcharbeiten, glaube ich, und nicht schlafen. Und erst dann wirklich, wenn die Nacht anbricht, werde ich mir wieder ein Schläfchen gönnen. Was wir aber trotzdem machen, wir werden zwischendrin mal ganz kurz speichern. Speichern. Und wir müssen uns eine neue Axt machen. Aber bevor wir uns eine neue Axt machen, gucke ich mal nochmal ganz kurz in das Crafting-Tool. Ein Hammer, eine Hoe, Campfire, ja, das haben wir schon alles. Ich wollte eigentlich hier, oh, ein Bett, ja, eine Bandage. Clove und Duct Tape, das ist immer noch gleich geblieben. Duct Tape, ja, ihr wisst die. So, Schiff hier. Propulsion. Topsail. A sail made from a top. This component needs to be placed on top of a raft floor. This component can be used to add propulsion to rafts. Antrieb oder keine Ahnung. Ah, das. Ah, okay, verstehe da. Ja. Jetzt habe ich es auch geschnallt. Da rechts. Also es gibt dann trotzdem immer noch eine Engine. Okay, ja, das ist cool. Verstehe. Also man muss hier zuerst eine Base machen quasi. Ah. Aha. Also wir können hier auch eine. Also wir müssen zuerst eine Base machen. Da können wir diese Holzdinge machen. Floors, Driftwood, Raft Floor. A left row constructed from this component needs to be placed on top of a raft base. Aha, okay, also wir müssen zuerst eine Basis machen. Das war das eine Ding. Dann können wir das da machen. Steel Scrap haben wir ja wohl, oder? Moment. Steel Scrap haben wir da hinten. Wir könnten uns jetzt eigentlich schon ein kleines Raft. Warum ist das jetzt blau? Ich habe Angst. Warum ist das jetzt blau? Das weiß keiner so genau. Wir könnten uns schon ein Raft machen, aber wir machen uns jetzt zuvor, ehrlich gesagt, werden wir jetzt echt nochmal kurz unsere Insel ein bisschen abholzen. Indem wir eine Axt machen. Was brauchen wir denn da? Ein zweites Stone Tool und ein zweites Lashing. Das sollte kein Problem sein. Stone Tool machen wir doch schnell noch eins. Ja, das legen wir dann mal dahin. Dahin. Und Dingens können wir eigentlich auch ganz viel machen, Lashing, weil wir haben ganz viel Fibrous Plants. So, einmal hier und dann nochmal hier. Zack. Und dann können wir uns jetzt hoffentlich gleich mal eine Axt machen. Juhu. Ja, die werfen wir dahin und schon ist wieder viel Zeug wieder weg. Aber wir haben eine Axt und können hier unsere Palmen fertig abholzen. Aber ich werde jetzt erstmal suchen, wo wir noch Palmen haben. Weil ich möchte jetzt mal eins probieren. Ach, guck mal, ein Wildschwein. Ich möchte eins probieren, ja. Ob Palmen nachwachsen. Wenn ich die jungen Palmen dort lasse, wo sie sind, ob die nachwachsen. Das würde mich ehrlich gesagt echt mal interessieren. Das wäre nicht ganz cool, weil dann können wir ein riesengroßes Haus bauen. Ja, nachhaltig nämlich.
Weil ich glaube, die wachsen nach, weil die, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir. Kommst du jetzt her, du blöder Palmlock? Nur kommst du her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier eine Palme übersehen haben, so eine kleine. So, hui! Ja, ich weiß, ich laufe immer, obwohl Laufen natürlich anstrengender ist. Aber naja. So, ist das hier. Alter, wieso funktioniert das nicht? Ach, hey, Moment. Ah, es geht eh. Na toll. Hast ja wieder klug gemacht. Ja, gut. Geht ja eh. Ich sollte vielleicht nur nicht zu voreilig sein. So. Haben wir hier noch... Ah, die Schlange schon wieder. Ja, von der bleiben wir fern. Böse Schlange. Habe gesunden Respekt vor der Schlange. So, wo sind hier noch Palmen? Da hinten vielleicht? Irgendwo gibt es sicher noch Palmen. Da ist eine kleine... Ja, schau mal, ob ich... Nein, Möwen! Geht weg von hier, ihr Untiere der Hölle! Ja. Untiere der Hölle deshalb, weil sie einfach nur herumschreien und das bringt genau gar nichts. Komm, den Ficus hackt man auch um. Wir brauchen ja ohnehin Brennmaterial. Und Woodsticks werden wir auch viele brauchen, sobald wir dann endlich mal Haus bauen anfangen, falls das irgendwann mal passieren wird überhaupt. Schauen wir mal. Und zack, ja. Und diesen und diesen und diesen und diesen auch noch. Sehr schön. Und was ist, achso, das ist hier. Ja, Jucker hacken wir auch um. Weil Lashings brauchen, also Fibrous Plants brauchen wir natürlich auch. Also Fibrous Leaves natürlich nicht, Plants. Brauchen wir natürlich auch in Massen. Ja, hier auch nochmal. Wie gesagt, die kleinen Palmen, die hacke ich mal nicht um, weil vielleicht wachsen irgendwann mal große Palmen daraus. Kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Pelmchen, ja. Guck mal, ein schönes Pelmchen. Na, zack. Und ich finde es immer noch so lustig, dass der Baum immer ein bisschen rauswandert bei jedem Schlag. Hui. Das ist zwar voll das Billo, voll die Billo-Palme, weil einfach nur so ein Holzstückchen. Oh, ja, und ich laufe natürlich mitten in die Schlange rein. Was natürlich nicht sehr gut ist für meine Gesundheit, aber man muss halt einfach damit leben. Vor allem, wenn man so verpeilt ist wie ich. So. Gut, aber es ist alles noch im Rahmen. Meine Überlebensuhr sagt immer noch, du bist gut am Überleben. So, ja, gut. Vielleicht gucken wir diesmal, dass wir nicht mitten in die Schlange reinlaufen. Aber komm, das Jucker hackt man natürlich um. Es geht ja zum Glück ganz schnell. Mit der Axt. Oh, guck mal, meine zerrissene Hose. Das ist Mode. Ja? 2016 im Sommer wird das voll die Mode. Zerrissene Hosen. Das Einzige, was noch besser ist, ist gar keine Hosen anzuhaben. Ist wirklich so. Im Sommer wird das so werden. Was ist das? Huch. Jetzt dachte ich mir schon, irgendwas will mich angreifen. Dabei war das nur das kleine Wildschwein. Das Baby-Wildschwein. So. Und zack und zack und zack. Und ab jetzt ist diese Insel palmenfrei. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir trotz alledem, dass diese Insel palmenfrei ist, irgendwann mal wieder eine Palme finden. Wenn dem so ist, dann werden die Palmen nachwachsen. Wenn nicht, dann eben nicht. Was ist das da hinten für eine riesen Insel? Waren wir da schon mal? So, okay. Gut, ja, jetzt kommt der spannendste Teil. Ich höre einen Hai. Er will mich töten, doch ich lasse es nicht zu. Ja, wie gesagt, jetzt kommt... Wie ist jetzt eigentlich hier? Ja, das ist, sieht nicht sehr... Das sieht echt nicht sehr effektiv aus. Wieso dauert das so lange? Das wundert mich jetzt. Letztes Mal ging das besser. Oh. Ja, ich muss nur davor stehen. Dann geht's offensichtlich schneller. Voll lustig, das tropft so. Hört ihr das Tropfgeräusch? Ha, schön. Ja, wie gesagt, jetzt kommt der lustigste Teil des ganzen Palmenumhauens. Nämlich hier die Palmen zu zerteilen. Ihr kennt's ja. Ja, ist jetzt nichts Neues. Es dauert jetzt halt ein paar Minuten, jetzt nicht so viel, aber ein bisschen dauert schon. Huch, nein, die will ich eigentlich. Ein bisschen dauert schon, weil, naja, man muss ja das auch schon ordentlich machen, ja, das muss man natürlich verstehen. Und zack, jetzt, genau, so. Nein, und da natürlich auch noch. La, 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 la. Und wir hacken drauf und hauen drauf und tri, la, 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 la. Super. So. Gut, wir werden da mal ganz kurz wieder Ordnung im System machen. Hier, rüber da und... Wow. Ja. Ja, so vielleicht etwas gerade. So, gut, dass ich beim Drüberlaufen das Zeug nicht selber wieder irgendwie durcheinander bringe.
Nachbarn. Ich höre dieses bedrohliche Geräusch des Hais. Ist immer auf meinem Ohr. Zumindest weiß ich, dass ich nicht ganz alleine bin. Also wenn ich mich wirklich mal einsam fühle, kann ich zur Not noch mit einem heilen Kaffee trinken gehen. Ja, wenn ich lustig bin. Aber erst dann, wenn ich wirklich ganz einsam bin. Ja, wenn mir nicht mal meine Palmen noch Spaß machen. Hier, das Hacken auf den Palmen. Weil wir haben echt schon viel... Wow, was war das jetzt? Wir haben echt schon viel Holz beisammen, muss ich sagen. Also damit können wir ja sicher schon eine angenehm riesengroße Behausung machen. So, komm, du geh mal weg da. Oh, ja, genau. Flieg empor, Palmbuschen. So. Und da drüber und hier und überhaupt. Na, da so, ja. Da, passt. Passt perfekt. So. Hui. Ja, und die bedrohliche Musik, das heißt, ist natürlich immer noch allgegenwärtig. Ich sollte, naja, gut, nee, ich muss noch nichts trinken. Ich trinke erst dann, wenn ich schlafen gehe, also bevor ich schlafen gehe, werde ich mal kurz trinken. Müssen wir mal wieder unsere Wasservorräte plündern. Aber ich muss echt sagen, essenstechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben massig Kokosnüsse noch, die erst dann schlecht werden, wenn ich sie aufhacke. Ja? Also ich darf Kokosnüsse auf keinen Fall aufhacken. Und wenn ich sie aufhacke, dann muss ich sie gleich mal essen. So. Hui. Wuhu. Ja, der fliegt schön weit. Das gefällt mir. So. Der nächste Stiel, den wir zerhacken. Und zack. Zack. So. Na? Jetzt aber. So. Gut, ja. Aber ich muss jetzt dann eh mal gucken, wir müssten dann echt mal den Hammer bauen, damit wir anfangen können, das Haus zu bauen. Weil ich will natürlich, wir sammeln so viel Zeug und ich will das allen Ernstes, ich will das schon auch irgendwie etwas geordnet haben, ja. Ihr erinnert euch vielleicht an Season 1 auf der anderen Insel. Damals hatten wir so ein kleines Ding, wo wir das ein bisschen geordnet hatten. Vor allem, wo wir auch das ganze Spezialzeugs in der Hütte drinnen hatten. Boah, in der ersten Season, da war das so schlimm. Da hatten wir immer Tropenkrankheit, ja. Wer sich erinnert, am Anfang hatten wir Tropenkrankheit, weil uns ein Hai gebissen hat, ja. Da kriegt man Tropenkrankheit, ist ganz klar. Hui. Und dann haben wir auch noch irgendwie... Du Perversling. Ja, dann hatten wir irgendwie... Auch nachher, ja, hatten wir versehentlich einen Seeigel zwischen den Zehen, ja, das, wer sich noch erinnert, das, wir haben ja alles mitgenommen, weil wir sind ja offensichtlich die Spezialisten schlechthin, ja, waren wir, haben wirklich alles mitgenommen. Bei unseren Tauchabenteuern die Seeigel und die Haie und giftige Feuerfische und überhaupt, einfach, die Umwelt war gegen uns, ja. Da gab es zwar noch keine Schlangen, aber dafür war die restliche Umwelt war komplett gegen uns, ja. Das war wirklich, also das war, ja, das war echt, ich weiß nicht, das, ich will mich gar nicht daran erinnern, das ist so ein Abschnitt meines Lebens, also den muss ich einfach vergessen, ja. So, gut. Wir konzentrieren uns wieder weiter auf das Hacken der Palmen, so. Oh, und es wird Nacht. Es wird dunkler. Bald schon wird der Mond über dem Firmament sein und die Sonne unter dem Meer untergegangen. Aber uns stört das noch nicht weiter, weil wir müssen ja immer noch hier Bäume verarbeiten, wie man sieht. Und wir haben noch viel vor uns, weil wir müssen die Palmwedel ja dann, die kommen da hinten dann hin, auf dem Palmwedelhaufen, ne? Die müssen wir auch noch alle verarbeiten. So viel zu tun! Aber ist eh gut, die Arbeit geht uns nicht aus. So. Wahrscheinlich werden wir jetzt keinen Hammer bauen können, weil wir zum Bauen eines Hammers wahrscheinlich irgendein Material brauchen, das wir nicht bauen können. Ja. Eisen oder so. Das müssen wir zuerst in irgendeiner Mine abbauen. Und Minen gibt es nur auf einer speziellen Inseltyp, den wir hier auf unserer Karte nicht haben. Ja, eben sowas. So, und zack. Ne? Zack. Jetzt. Vielleicht. Jetzt. Ja. So, die Palmfronze, die nehmen wir schön mit, weil die hauen wir dann gleich drüben ins Lager. Und ich bin ja am überlegen, ob wir uns nicht ein Metallfloß bauen sollten. Weil wir haben ja Metallteile. Oder bauen wir jetzt... Oh, guck mal. Ein Seestern. Hallo. Bück dich. Achso, da ist Bücken. Jetzt habe ich die falsche Taste zum Bücken gedrückt. Guck mal, ein Seestern. Voll toll. Gut. Wir zerhacken hier weitere Palmfronze. Ich finde das so witzig, wie hier die Umrandung etwas amok läuft bei dem Ding. Ganz einfach wegen dem Schwobbeleffekt, glaube ich, ist das. Ja, weil das Ding bewegt sich ja ein bisschen und dadurch, ja, macht es etwas seltsame Sachen. Die liebe Umrandung.
Aber ich denke mal, das wird noch verbessert, wenn das Ding dann irgendwann mal Full Version ist. Ja? Ist ja immer noch Beta oder Early Access oder keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung. Ne? Auf jeden Fall noch nicht fertig. Also Grafikglitches und so weiter muss man verzeihen. Aber ich muss sagen, es macht trotzdem riesig Spaß. Mir hat die alte Version auch schon riesig Spaß gemacht. Und jetzt ist so viel Neues dabei. Also es ist echt, ja, spannend. Gut, ich dachte, es wird Nacht. War das nur eine Wolke? Hat eine Wolke die Sonne verdeckt? Ah, hier, das ist ja auch, das kommt auch immer weiter. Das gefällt mir ganz gut so. So, hier packen wir dann mal unsere ganzen Palmfronds raus. Die werden jetzt wahrscheinlich hier quer durch die Gegend fliegen. Ja, das hast du klug gemacht. Vor lauter, oh, nee, nicht das. Ja, gut. Keine Ahnung, was der jetzt gerade gemacht hat. Aber die Palmfronds fliegen herum. Also das Kollisionsmodell dieser Palmen-Dinge ist immer noch etwas suboptimal, sage ich mal. So. Zack. Zack und zack. Sehr gut. Und hier haben wir auch schon so einen riesen Haufen von dem Zeug. So, jetzt wird es aber Nacht, oder? Oder ist hier... Wie spät ist es denn? Guck mal auf die Uhr. Ach, es ist erst 2 Nachmittag. Tja, da. Was machen wir denn da jetzt noch die ganze Zeit? Auch so ein bisschen mit Stöcken herumwerfen. Hm. Ja, vielleicht bauen wir ja doch mal einen Hammer. Gucken wir mal kurz. Crafting, ein Hammer. Lashing. Ja, wir brauchen noch zwei, noch Lashing. Ja, machen wir mal schnell. Craft. Hui. Und dann packen wir doch mal den Hammer aus. Hier, Hammer. Zack. Und Craft. Sehr gut. Crude Hammer. Ja, wir können ihn interessanterweise nur in der Hand halten. Achso, wir können wahrscheinlich irgendwas kaputt hauen damit. Ja, der Woodstick, der kommt da auf jeden Fall darüber. So, und wir machen jetzt mit dem Hammer... Jetzt gucken wir mal, was wir da craften können. So, hier, na, da. Oh, da brauchen wir eine Hoe. Aber hier. So, Foundations, Floors, Wedge Foundation, Wedge Floors, ach hey, Mauer, Fenster, Arches, also Fensterrahmen wahrscheinlich und Stufen. Machen wir mal eine Foundation. Made of Drift, oder Foundation is the basic building block for start building a structure. Alter, wir können hier Driftwood, Wood, Plank, Corrugated Foundation, ach, das ist aus Metall. Corrugated Scraps und Steel Scraps, okay. Alter, Corrugated Scraps, war das Zeug? Moment, Foundation Floors. A multi-story floor made from drift on the floor needs 2 wall panels below to support it or an existing... Ah, okay, da können wir mehrstöckig machen. Gut, also wir haben hier jetzt offensichtlich verschiedene Materialien zur Verfügung. Was haben wir hier? Das ist Corrugated Scrap. Und hier haben wir Planken, also wir können aus den Planken können wir auch tolle Sachen machen. Das ist ja cool. Das kann man dann untereinander wahrscheinlich auch schön kombinieren. So, jetzt werden wir mal ganz kurz das Ding... Boah, wo bauen wir denn das überhaupt hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Komm, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt auf jeden Fall... Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn da für Materialien? Da brauchen wir wirklich nur Sticks. Okay. Floors brauchen wir auch nur Sticks. Das ist auch schön, so drei... dreieckige Dinge, ja. Da kann man quasi dann dreidimensionale Objekte bauen. Eine Mauer. Da brauchen wir auch nur Sticks. Okay. Das ist interessant, dass wir hier echt nur Sticks brauchen. Warum? Warum nur Sticks? Warum brauchen wir da keine Palmfronts mehr? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Türen. Ah, für die Türen brauchen wir Lashings und für die Treppen. Aber wir brauchen, das ist interessant, wir brauchen für die Mauern keine Palmfronts mehr. Eine Halb... Ah, das ist ja cool, eine Halbwand. Hm. Brauchen wir dann... Wofür brauchen wir dann Palmfronts? Brauchen wir gar keine mehr. Ah, okay, gut, das ist auch okay. Ja, dann komm, dann bauen wir doch gleich mal hier eine Wood. Ja, wir nehmen jetzt mal ganz kurz die Woodsticks mit. La 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 la. Ich nehme mal alle mit, was ich so tragen kann. So.
Tralalalalala. Und die sehen dann wahrscheinlich auch anders, unterschiedlich aus. Wenn ich hier Woodsticks, werden anders aussehen als Driftwoodsticks. Kann ich das Zeugs, eigentlich müsste ich das Zeugs dann auch irgendwann mal verarbeiten können, oder? Dass ich aus Woodsticks dann Bretter und so Zeugs machen kann. So. Gut, zack, zack. Sehr schön. So, das haben wir alles mit. Und ich würde mal sagen, wo bauen wir das hin? Da drüben wäre eigentlich auch ein guter Platz, oder? Da haben wir eine größere Fleierfreche. Ja, genau, Fleierfreche, natürlich. Das Fass geht mir hier ein bisschen am Senkel. Kann man das? Ich will das zerstören. Geht nicht, schade. Ja, die Frage ist natürlich, ich will da schon irgendwo hinbauen, wo ich auch Platz habe, ohne dass mich irgendwelche nervigen Dinger stören. Hier wäre es ja prinzipiell schon, aber hier liegt unser ganzes Gelumpe und Geraffel rum. Da ist unser Wasseraufbereitungszeug. Das ist ja alles hier etwas blöd. Vielleicht hier? Aber das ist ja auch... Und Franken immer mit, weiß ich nicht. Ach, werden die regelmäßig angespült? Hier dieses Holz, das aus dem Meere kommt. Ja, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Das Holz, das aus dem Meere kommt. Wird das regelmäßig angespült? Wieso sieht das jetzt auf einmal so seltsam aus? Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, weißt du was? Wir fangen hier drüben an zu bauen, weil es egal ist. Ja. Wie sieht es denn hier so gesundheitstechnisch aus? Oh, ich sollte mal wieder was trinken. Irgendwann mal, aber erst irgendwann mal. Komm, wir bauen jetzt eine Foundation. Woodsticks. Woodsticks? Craft. So, und ich kann die hier... Wo fangen wir denn da an? Das ist jetzt eine gute Frage. Warum kann ich die da nicht bauen? Ah, doch, kann ich schon. Es ist nur, weil es zu schief war wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, komm, wir fangen hier an. Machen die ungefähr in der Höhe, oder? So. Eine weitere Wood Foundation. Die knüpfen wir da dran. Und eine weitere Wood Foundation. Die knüpfen wir da dran. Ich habe keine Ahnung, warum das hier manchmal so gelb erscheint. So, ja, schön. Da haben wir schon eine kleine Plattform. Haben wir da schon. Und dann schauen wir mal hier noch eine Wood Foundation. Ich frage mich jetzt mal ganz kurz, wie weit, dass wir da nach hinten kommen. Wobei, zu groß möchte ich es jetzt auch nicht machen. Aber wir haben ja genügend Holz, ja. Es ist ja echt, wir haben so viel Holz, dass sich das locker ausgeht. So, geht sich noch eine aus? Wahrscheinlich da nicht mehr. Da wird es jetzt wahrscheinlich im Sand drinnen stecken. Ah, wohl eins. Das ist ja cool. Aber wahrscheinlich hier nebendran wird es sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Oder komm, geht sich... Ja, cool, das geht sich auch noch aus. Das ist ja cool. Da können wir hier so raufgehen, ja, und haben hier, sind wir hier schön geschützt von bösen Tieren. Und können da... Das ist super. So, komm, da bauen wir da gleich mal ran. Moment, kann man hier vielleicht, wenn man währenddessen Steuerung oder was drückt, dass er das gleich nochmal dasselbe baut? Oder muss man? Achso, mit Steuerung drücken, bücke ich mich. Gut, mit rechter Maustaste mache ich es weg. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Tricks, dass ich hier dann automatisch dasselbe Ding nochmal baue. Da muss ich nicht immer ins Menü, aber habe ich jetzt noch nicht drauf, den Trick. So, gut, wie gesagt, wir gehen jetzt kurz schlafen. Ja, es ist Nacht, aber bevor wir schlafen gehen, müssen wir nochmal kurz eine Runde trinken. Und ich sehe gerade, das ist leer, das ist schade. Ach komm, wir können hier pick-upen und dann trinken wir doch da nochmal schnell raus. Weil es ist gut, wir haben hier immer noch Frischwasser drin, jetzt ist er leer. Ist jetzt ein leerer Bucket, ja. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Ich habe gesagt, komm, E-Pickup. Ich darf das nicht so lange drücken. So, der ist leer, oder? Dann hängen wir den da drauf. So, und der, den wir jetzt in der Hand haben, der ist voll, oder? Der ist, ja, 5 Serving, sehr gut. Wie brauchen wir denn noch? Nein, nicht Building. Ich will eigentlich auf die Uhr gucken. So, einmal. Dreimal. Komm, wir gehen schlafen, weil nach dem Schlafen werden wir wahrscheinlich eh... Und es ist mitten in der Nacht. Wie lange? Es ist 4 Uhr in der Früh. Alter. Und ich bin fast am Verdursten. So. Gut, jetzt ist aus. Gut, okay. Komm, und ich glaube mal, wir gönnen uns jetzt mal kurz eine Kokosnuss. Ja. Weil wir haben ja noch genug. Wir müssen eh mal wieder was essen. Von dem her... was wollte ich eigentlich hier? Die Axt. Und wir gönnen uns ein paar Kokosnüsse. Kokosnusshälften. Ja, komm, wir hacken. Hacken wir mal. Einmal, zweimal. Wie viel brauchen wir denn? Ach, so viel brauchen wir gar nicht. Komm, wir essen die viermal.
Einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, sehr gut. Wir sind essenstechnisch fast wieder voll. Trinktechnisch auch fast. Das bedeutet, wir könnten eigentlich, ja, wir lassen das mal so. Ach, ich habe ja eine Machete auch immer noch. Ich möchte ehrlich gesagt das. Komm, wir nehmen den Bucket mit. Wir füllen den mal wieder mit Seewasser auf, weil ich glaube, jetzt ist der aktuell. Moment, wir geben den mal weg. Der ist leer. Ja. Warum heißt der eigentlich Bucket of Seawater, wenn der eh leer ist? Verstehe ich nicht ganz. So. Wir tunken den ein und schauen mal, dass das wieder voll wird. Ja. Ich will ehrlich gesagt nicht zu weit nach draußen, solange wir hier... Ist er jetzt voll? Ist er jetzt voll? Ja. Gut, jetzt ist er voll. Und für alle, die sich fragen, warum wir kein Seewasser trinken... Das dachte ich mir schon. Für alle, die sich fragen, warum wir nicht direkt das Seewasser trinken können, das geht nicht. Man darf niemals direkt ein Seewasser trinken, weil es ist ja Salzwasser. Ja. Und wenn man das macht... Gut, ich kann das vorher nicht mehr entzünden. Wenn man das macht, dann bekommt man irrsinnige Magenkrämpfe und überhaupt... Und ja, das sollte man nicht tun. So, nachdem wir offensichtlich hier die Palmfronds eh nicht mehr brauchen, nehme ich die einfach zum Heizen, ja. Ich weiß ja nicht, für was sie sonst gut sind. 2, 3 und 4 und wir zünden das wieder an. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendein Baumaterial für Palmfronds haben. Da können wir noch nichts tun, ja, das kommt erst später, nämlich irgendwas wirklich sehr, sehr Interessantes kommt hier, ja. Steht da, ne? So, für die Plots brauchen wir eine Hoe. Die haben wir aber noch nicht. Brauchen wir hier Palmfronds. Tyrus Crab, Barrel Scrap, Buio Balls. Alter, was ist denn das? Achso, das sind so Boenbälle. Okay. Woodstick und Lashing. Da brauchen wir auch keine Palmfronds. Das ist jetzt echt interessant. Für was braucht man jetzt diese Palmenblätter? Ich kann mir vorstellen. Das ist interessant. Für ein Segel brauchen wir es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir Palmfronds irgendwann mal in Zukunft brauchen. Also hier brauchen wir es definitiv nirgendwo, aus welchem Grund auch immer, ja. Und da, glaube ich, brauchen wir es ja auch nirgendwo, oder? Vielleicht hier beim Smoker, da vielleicht. Firepit, Stick, Tarp, nein, auch nicht. Beim Bett vielleicht. Palmleaf, ja genau, da brauchen wir es. Ich meine, Palmleaf heißt natürlich nicht Palmfront, sondern Palmleaf. Aber sonst brauchen wir das echt nirgendwo mehr? Beim Shelter wahrscheinlich noch, ja. Aber dafür, dass wir so viel von denen haben, muss ich sagen, ist das echt interessant, dass wir das nirgendwo brauchen. Ich wäre sehr froh, wenn die Umrahmung hier weggehen würde. So gut, ich würde vorschlagen, wir hacken noch ein bisschen unsere Stäbchen auseinander. So, einmal. Und jetzt ist, Moment, ich will mal kurz probieren, kann ich das Zeugs jetzt auch wieder zerhacken? Geht das? Gut, das geht, Moment, ich guck mal vorher mit dem Hammer. Ich kann mit dem Hammer nichts machen, ja, also den habe ich wirklich nur blöd in der Hand, dass es gut aussieht, wie es aussieht. Was? Wo, ach, habe ich denn, wo habe ich den Trunk her? So, die Frage ist, ob... was war... Ich bin verwirrt. Das war definitiv seltsam jetzt gerade. Na, okay. Gut, also schade, wir können das Zeug immer noch nicht zerlegen, was aber prinzipiell okay ist. Da müssen wir eben vorher wissen, was wir bauen, ja, und müssen halt vielleicht ein paar Stämme verschwenden. So, ich... Liebe Schlange, bleib von meinem Lager fern. Das finde ich überhaupt nicht okay. Ich hoffe nur, die kann ich da raufklettern. Das wäre mir ehrlich gesagt nicht so recht, ne? So, wir zerhacken schnell die paar Loks, damit wir wieder ein paar Stäbchen halten. So. La 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 la. Einfach damit wir dann gleich mal schön wieder weiterbauen können. Und weil wir müssen natürlich sehen, dass wir schön langsam ein wunderschönes Zuhause aufbauen können, in dem wir auch wunderbar überleben können. Und wir werden wohlgemerkt, ach, ich sehe gerade, da ist ja ein Stein im Weg. Ah, verdammt. Ja, dann kommt da drüben unser Haus hin und dann ist eben hier, wird dann unser Lager werden. Dann ist eben im Haus sind dann wirklich nur die guten Gegenstände, ja, die seltenen Gegenstände, die wir hier hoffentlich ja auch finden können. Und so, zack, 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 zack. Und die anderen, also die Hauptgegenstände lassen wir hier im Lager, dann machen wir halt da so ein großes Lager, ist ja auch okay, so. Machen wir dann so ein Lager mit so Halbwänden. Der Schatten marschiert an mir vorbei. Es ist gruselig.
Was macht der Schatten? Zack. So, zack, 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 zack. Und hier, unser Schatten sieht auch... Alter, wir sehen aus wie ein Alien. Guck mal unseren Schatten. Die linke Hand an voll die langen Finger. Oh mein Gott. Wieso bewegt sich der Schatten der Bäume, aber unsere nicht? Ich verstehe das nicht. Das ist äußerst merkwürdig. Wieso bewegt sich der Schatten so schnell und unsere so langsam? Warum ist das so? Sonne, mach keine so seltsamen Dinge. Ich habe Angst. Ja. Gut, die Wolken, das sieht irgendwie beim Herumfahren etwas merkwürdig aus. Es ist wahrscheinlich alles noch nicht so hundertprozentig. Gut, okay, hier. So, den haken wir auch noch schnell. La 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 la. Wir hacken auf dem Stamm herum. Du dai, du dai. Zack. Und springen. So. Gut, wie viel haben wir denn eigentlich schon? Ja, komm, das Inventar machen wir noch schnell voll. Wie sieht es eigentlich gesundheitsmäßig? Ja, wir sollten mal wieder was trinken. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die hier zerhacke, weil dann fliegen die wieder 10.000 Kilometer herum. Wegen der wilden Physik, weil wir spalten ja hier quasi Atome entzwei. Und dadurch, dadurch entsteht eine immense Kraft, die selbst die schwersten Baumstämme kilometerweit emporschlagen kann. Und guckt mal unseren Schatten an, wir haben ein Loch in unserer Hand. Oh mein Gott, wie können wir eigentlich noch leben? Oder ist das einfach unser Hemd, das so, ja, voller Löcher ist und irgendwie, ja, es kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Alter, das sieht so ungesund aus. Ich habe echt Angst vor unserem Schatten irgendwie. Sieht echt nicht ganz gesund aus. So, hier den Stab da hinten, den holen wir uns noch. Der ist einfach uns entglitten. Ja, das akzeptiere ich so eigentlich nicht. Und es ist wieder ein Hai in der Nähe. Na gut, wir sehen ihn nicht. Ist okay. So. Ja, und so schnell setzt die Musik auch wieder aus. Gut. Ding, und das Piano beginnt zu spielen. Was will es uns damit sagen? Das magische Piano. Will es uns damit sagen, dass wir nicht mehr lange leben werden? Ich glaube nicht, denn wir sind auf besten Wege zu überleben. Gesundheit ist wieder voll. Auch Schlaf ist voll. Wir haben etwas Durst und ganz wenig Hunger. Doch das ist nebensächlich. Wir schnappen uns unsere gesammelten Baumstämme. Einfach aus dem Grund, weil wir das Holz brauchen, um uns eine wundervolle Behausung zu schaffen. Es dauert. Wir haben eine schlechte Axt. Damit dauert das Zerhacken der Stämme unnötig lange. Doch wir können es nicht ändern. Denn was Besseres haben wir nicht. Wir haben noch nichts gefunden. Wir haben uns noch nicht getraut, tiefe Schiffswracks zu erkunden. Denn die Haie sind unter uns. Wir hören sie. Sie sind die ständigen Begleiter von uns. Und deshalb können wir noch nicht in die Tiefen der Meere tauchen. Doch worauf warten wir? Warten wir darauf, bis wir eine Harpune gefunden haben oder uns anderweitig wehren können, oder wagen wir den Schritt ins kühle Nass doch noch? Es wird sich herausstellen. Doch erstmal ist unsere primäre Aufgabe das Zerhacken von Holz. Und wir müssen zusehen, dass wir Wasser halten. Wir kochen uns Meerwasser und lassen es wieder abtropfen, um echtes, gutes Trinkwasser zu erhalten. Und wir sammeln anderes Kondensationswasser in einer anderen Plane. Von denen könnten wir eigentlich noch mehr machen. Wir werden überleben, wir werden es schaffen. Doch es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und die Insel, sie ist nicht unser Freund. Sie ist unser Feind. Unsere Herausforderung. Unser Endgegner. Unser Schicksal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.